Herzlich willkommen bei Maithaus. Heute bei uns Benko, direkt aus der Arbeit. Nein, direkt von daheim. Also ich war gestern in Sakok beim Marek Hemmann über Electronic Motion habe ich gespielt. War ziemlich geile Location und geiles Event, hat mir richtig taugt. Ja. EME, ist das Electronic Motion? Nein, Electronic Motion, es geht von der Bianca aus, das ist aus Salzburg. Mhm. Und EME, das ist von Ferenc Fellner, von Padre Elfarenko. Sollte man vielleicht erklären, EME ist die Crew, wo du dabei bist? Mehr oder weniger, ja, genau. Also Drum & Bass, Elektroniker damals, Tischlerei jetzt, die Bookings, das geht alles jetzt über EME. Für die, die es noch gar nicht wissen, du bist der Banker und spielst was? Techno? Ich spiele Tech-House-Techno. Also alles, was ein Groove und ein lässig zum Tanzen ist. Cool. Spiel. Wie bist du dazu gekommen? Boah, das war vor circa 2 Jahren durch einen Freund. Ich habe mir das da bei mehreren DJs angeschaut und habe mir gedacht, ja, mich hat es ja wagen ausprobieren und das hat es dann irgendwie so gegeben. Ich habe mir dann auch ziemlich schnell gefunden und ja. Mag es gerne, ja. Das taugt mir ziemlich. Bist du uns scheinbar sehr tätowiert, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Wie viel hast du denn? Kompletten Arm voll und da schon mittlerweile kompletten Arm. Cool. Ja. Am Rücken auch was? Bitte? Am Rücken auch was? Nein, oh, kommt jetzt. Cool. Spielst du immer alleine? Ich spiele immer alleine, ja. Hast du noch nie irgendwie überlegt, dass du mit einem anderen spielst oder taugt das nicht? Ja, ich arbeite gerade mit einem jungen Künstler zusammen, mit einem Patrick Bugidusch, falls du dir was sagt. Nein. Da sind wir gerade ziemlich kräftig am Produzieren. Und sind gerade am Überlegen, ob wir jetzt eine DJ-Duo machen. Aber es ist halt ziemlich schwer, wieder einen Namen zu finden und ja, ist nicht einfach. Ja. Aber das heißt, ihr produziert und produzierst du alleine? Ah. Nein, wir produzieren zu zweit. Ausschließlich? Ich kenne mich eher mehr mit der Technik aus und er ist eher der Musiker von uns. Also er ist eher der, was das Ganze einspielt. Ja. Und er ist auch ziemlich gut drauf. Ja. Und irgendwelche Pläne für die Zukunft? Ja, weiterkommen. Also ich werde mir noch in Zukunft auch weiterhin so meine Einhänger wie jetzt. Ja. Und also bessere Gigs spielen oder bessere, ja, auf jeden Fall, produzieren? Ja. Oder? Ja, produzieren auch. Also ich bin jetzt schon auf einem guten Weg und schaue, dass ich auf dem Weg auch bleibe. Und ja. Wünsche dir viel Glück. Danke. Also danke fürs Vorbeikommen. Ja, ich sag danke. Wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, beim Zuhören und dir. Ja, danke.